Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Wettbewerbsstrategien nach Porter. Grundsätzlich können wir hier drei unterschiedliche Wettbewerbsstrategien unterscheiden. Einerseits kennen wir die Strategie der Kostenführerschaft, der Differenzierung und andererseits der Konzentrationsstrategie oder eben auch Nischenstrategie genannt. Sehen wir uns diese drei Strategien jetzt gemeinsam etwas genauer an. Bei der Kostenführerschaft geht es vor allem darum, kostengünstigere Preise wie der komplette Mitbewerb anzubieten. Das heißt, Ziel ist es hierbei, meine Produkte so günstig wie nur möglich anzubieten und dabei trotzdem noch einen Gewinn zu erwirtschaften. Damit das in weiterer Folge aber auch möglich ist, ist es natürlich unumgänglich, dass man als Unternehmen auf die eigene Kostenstruktur achtet. Wenn ich die gleiche Kostenstruktur habe wie meine Mitbewerber, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, hier wirklich deutlich günstigere Preise als der Mitbewerber anzubieten, wenn ich dabei gleichzeitig noch einen Gewinn erwirtschaften möchte. Also Strategie Nummer 1 wäre hier wirklich die Kostenführerschaft nach Porter einzuführen oder anzugehen und dadurch hier eben über die Preise meine Marktanteile zu gewinnen. Die zweite Möglichkeit ist die Differenzierungsstrategie. Bei der Differenzierungsstrategie geht es darum, sich wirklich sehr deutlich vom Mitbewerb zu unterscheiden. Also das heißt, hier wirklich einzigartige Produkte anzubieten, welche sich eben durch diese Einzigartigkeit vom Wettbewerb abschneiden und durch diese Einzigartigkeit die Kunden bei Ihnen kaufen und nicht beim Wettbewerb kaufen. Und zu guter Letzt kennen wir nach Porter noch die Konzentrationsstrategie oder wie bereits erwähnt, eben Nischenstrategie genannt. Und hierbei versucht man als Unternehmen, sich wirklich auf einzelne Teilmärkte, also auf wenige Teilmärkte zu bedienen, also so quasi eine Nische zu bedienen. Das hat dann in weiterer Folge aber natürlich auch die Folge, dass ich nur eine sehr, sehr kleine Zielgruppe habe, mit welchen ich Gewinne erwirtschaften kann. Auf der anderen Seite ist aber dort der Wettbewerb auch deutlich geringer wie bei einem klassischen Markt, wo es sehr, sehr viele Wettbewerber gibt. Und im Rahmen dieser Konzentrationsstrategie kann ich dann in weiterer Folge eben wieder auf diese Kostenführerschaft zurückgreifen oder auf die Differenzierung. Das heißt, wenn ich mich auf diese Teilmärkte konzentriere, muss ich dort natürlich auch schauen, dass ich dem Kunden einen Nutzen biete. Also einerseits entweder über den Preis oder andererseits über die Einzigartigkeit, also über die Differenzierung vom Wettbewerb. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Kurz zur Wiederholung noch einmal, nach Porter kennen wir drei Wettbewerbsstrategien. Die Kostenführerschaft, die Differenzierung und die Konzentrations- bzw. Nischenstrategie. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.